auf eurem Plakat zum Straßenfußballturnier richtig ausgedrückt: Straßenfußballturnier der Dorfgemeinschaft. So war es, so ist es und eine tolle Veranstaltung und bietet allen Saffigerinnen und Saffigern eine tolle Möglichkeit, dass man einfach zusammenkommt, und wir haben ja auch Gäste aus anderen Orten, und denen fällt das dann positiv auf, was wir als selbstverständlich hinnehmen. Das ist was Tolles, dass wir in der Dorfgemeinschaft solche Veranstaltungen haben, und solche Veranstaltungen prägen ein Dorf, und dazu braucht man aber auch ganz viele Helferinnen und Helfer. Die habt ihr hier beim Aufbau, bei der Betreuung der Gäste. Eine tolle Leistung an all denen, die jetzt hier stehen. Ein ganz herzliches Dankeschön und Anerkennung. Dankeschön. Jens Peter, bitte etwas schneller hier nach vorne kommen. Ja, danke dir. Ja. Ob ich das jetzt ernst nehmen soll, ja, das ist mit dem jetzt weiß ich, wie ich mich der Nagel. Dass mit der Andernacher Straße, der Neuwieder Straße und der Friedhofstraße nur 3 Mannschaften bisher alle Turniere gespielt haben, nämlich 40 Teilnahmen haben. Und ich denke mir, die Gründe, die sind bekannt, warum nicht alle Mannschaften, die früher mal angetreten sind, es waren ja mal 5, 6, die dann irgendwann zusammengesetzt wurden, zusammengestellt wurden. Also ich hab mir mal aufgeschrieben, wie gesagt, die Andernacher Neuwieder und Friedhofstraße haben alle Turniere gespielt. Die Eckerstraße hat 33 Teilnahmen, die Bleider Hauptstraße als Spielgemeinschaft 21 Teilnahmen, die Bleiderstraße alle eigenständig alleine hat 18 Teilnahmen und die Hauptstraße mit 14 Teilnahmen. Die waren also die ersten, die aufgrund des Kern traditionell halt überaltert. Von den Titeln her haben wir die Situation, dass die Andernacher Straße mit 14 Titeln Rekordträger ist. Danach kommt die Neuwieder Straße mit 9 Titeln, gleich auf. Ich habe jetzt zusammengezählt mit der Bleiderstraße 5, Bleiderhauptstraße 5, Bleiderstraße 3 und der Hauptstraße 1. Die kommen also auch auf 9. Die Eckerstraße hat 6 Titel gewonnen und die Friedhofstraße hat auch einmal gewonnen. Hey! Das reicht! Davon zählt der Klaus Bauer heute. Dabei sein ist alles. In der ewigen Torschützenstatistik haben wir tatsächlich die Situation, dass wir auf den Plätzen 1, 2, 3 und 4 4 ehemalige Spieler haben, mit dem Stefan Liesenfeld auf Platz 1, mit dem Ralf Biesack auf Platz 2, mit dem Karl-Heinz Hoffmann auf Platz 3 und dem Dirk Schleich auf Platz 4, die eigentlich die nächsten, denke ich mal, 2, 3 Jahre noch relativ sicher sein können, dass sie ihre Plätze halten. Der Stefan liegt mit 79 Toren relativ weit vorne. Danach kommt der Ralf Biesack mit 46, der Karl-Heinz Hoffmann mit 40 Toren und der Dirk Schleich mit 39 Toren. Man muss aber sagen, dass alle 4 Rekordschützen seit 2014 kein Tor mehr geschossen haben. Der einzige oder erste, der hier vielleicht nochmal in diese Top 5 eingreifen kann, ist der Max Kossmann. Der steht bei 35 Toren. Die hat er alle seit 2012 erzielt. Also davor keins. Und dann habe ich noch eine Person rausgepickt, die eigentlich vor dem heutigen Spielplan oder vor dem heutigen Spieltag
Führende der Torschützenliste war, den Frank Heerhaus. Der Frank Heerhaus hat sich mit seinen 3 Toren in diesem Jahr dann tatsächlich in die Top 10 der ewigen Torschützenliste geschossen. Er rutscht mit jetzt dann 27 Toren von Platz 11 auf Platz 9. Bravo! Also ihr seht, wir führen eigentlich seit Beginn des Straßenturnieres recht stringent eine Statistik, was Torschützen angeht, was Ergebnisse angeht. Wir kennen jetzt nicht den Rekordteilnehmer, der so und so viele Spiele gemacht hat, weil das wäre ein bisschen viel. Das kann man also nicht statistisch nachhalten. Aber grundsätzlich haben wir vom ersten Turnier bis zum 40. Turnier alle Torschützen registriert. Und da sind auch Damen dabei, wie die Lena Ziesche oder die Ute Zeck. Also wir haben da alles, aller Couleur, alles dabei. Und da legen wir auch Wert drauf, dass wir diese Statistik immer weiterführen. Ich komme jetzt zur Siegerehrung des Straßenturniers und fange traditionell dann beim 4. Platz an. Und den 4. Platz hat dieses Jahr belegt einer der Rekordmeister oder der Rekordmeister, die Andernacher Straße. Leider Gottes dieses Jahr mit keinem Punkt und 3:8 Toren. Ein Vertreter der Andernacher Straße, bitte dann zu mir oder zu uns. So, ich möchte die Veranstaltung nicht in die Länge ziehen, wollen einige Menschen duschen gehen, bevor sie sich erkälten. Aber ich möchte natürlich nicht versäumen, meine Freude auszudrücken, dass alle Mannschaften genug Spieler hatten. Ich war total begeistert, dass wir auch einige neue Gesichter wieder auf dem Sportplatz gesehen haben, die ich persönlich noch gar nicht kannte. Das ist der Sinn des Straßenturniers und dafür soll das Straßenturnier auch stehen, dass neue Bürger in Saffisch Anschluss in die Straßengemeinschaft, in die Dorfgemeinschaft finden. Aber, der Dirk hat schon gesagt, er wird nicht wahrscheinlich, sondern sogar sehr wahrscheinlich das letzte Mal der Schirmherr gewesen sein. Und ich habe mal geguckt, du bist 2011 Ortsbürgermeister geworden und sogar im März Ortsbürgermeister geworden, sodass du auch im Jahr 2011 schon Schirmherr der Veranstaltung warst. Das heißt, du hast also 12-mal auf jeden Fall als Ortsbürgermeister und einmal als Stellvertreter im Amt die Schirmherrschaft über das Turnier übernommen. Natürlich wollen wir als Verein noch Danke sagen dafür. Und von daher habe ich mal ein kleines Weinpräsent vorbereitet, um dir ganz herzlich Danke zu sagen. Einen schönen Abend für mal mit deiner Frau, donnerstagsabends, wenn du keine Sprechstunde mehr im Bürgerbüro hast, dass du einfach mal die Zeit genießen kannst, die Freizeit genießen kannst, die du jetzt dann wahrscheinlich ab Juni tatsächlich haben wirst. Ja? Bitteschön. Ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Der Wettergott scheint uns heute tatsächlich voll zu sein, auch wenn es ein bisschen dunkel aufzieht. Wir hatten tatsächlich Glück vom Beginn der Spiele an bis zum Ende der Spiele und wir freuen uns total, dass das noch so gehalten hat. Und ich wünsche euch noch ein paar schöne Stunden mitunter hier am Sportplatz und freue mich auf das nächste Jahr.